Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit einfachen Mitteln selbst Videos erstellen kannst. Mein Schwerpunkt wird auf dem Erstellen von Erklärvideos oder anderen Videos im Bildungskontext sein, aber die meisten meiner Tipps kannst du in jedem Video anwenden. In diesem Video geht es außerdem hauptsächlich um technische Aspekte, nicht so sehr um die inhaltliche Gestaltung, das wäre ein komplett anderes Thema, über das man ein eigenes Video machen könnte oder sogar mehrere. Es geht also hier darum, wie du technisch vorgehen kannst, mit möglichst einfachen und sparsamen Mitteln und geringen Kosten selber Videos zu erstellen. In diesem Video werden einige Programme und Techniken vorgestellt, die alle in der Videobeschreibung oder je nachdem, wo du dieses Video anschaust, auch auf der umgebenden Webseite nochmal verlinkt sind, sodass du überall weiterklicken kannst, um dich entsprechend einzuarbeiten. Zunächst ein paar grundsätzliche Überlegungen. Eine wichtige Entscheidung, die du im Vorfeld treffen solltest, ist, ob du ein Video machen möchtest, bei dem du auch schneidest oder bei dem du alles am Stück filmst. Alles am Stück zu filmen ist technisch wesentlich einfacher, allerdings erfordert es mehr Übung, denn du musst ja dann in einem Durchgang alles sprechen oder zeigen, ohne einen Fehler dabei zu machen. Das kann schon funktionieren, ist allerdings durchaus aufwendig. Ein anderer Aufwand ist es dann eben, Clips zu schneiden, also Dinge einzeln zu filmen und sie in einem Schnittprogramm hintereinander zu schneiden. Hierfür gibt es kostenlose Varianten. Auf einem Windows-Computer zum Beispiel, kann man das kostenlose Programm Movie Maker verwenden. Unter iOS, also einem iPhone oder iPad, gibt es iMovie. Genauso auf dem Mac gibt es iMovie, die allesamt kostenlos sind. Wenn du dieses Video schaust, kann es natürlich sein, dass die Programme inzwischen nicht mehr existieren oder anders heißen. Google also einfach nach entsprechenden Programmen, kostenlose Videobearbeitungsprogramme oder ähnliches und dann wirst du die aktuellen Versionen finden. Mein Tipp ist, mit einem dieser einfachen Schnittprogramme zu arbeiten und dann aber den Schnitt nicht zu übertreiben, sondern einfach kurze Clips hintereinander zu setzen, was relativ zügig dauert, was aber den Vorteil bietet, dass man eben nicht den ganzen Text oder den ganzen Erklärvorgang am Stück zeigen muss, sondern zwischendurch immer wieder Pausen machen kann, was einem die Arbeit beim Filmen durchaus erleichtert. Das Grundprinzip bei diesen Aufnahmen ist immer gleich. Man nimmt entweder ein Video am Stück auf oder wahrscheinlicher mehrere kurze Videos, sogenannte Clips, und diese überträgt man dann auf das Gerät, mit dem man den Videoschnitt macht. Also zum Beispiel nimmt man die SD-Karte aus der Kamera und steckt sie dann in den SD-Kartenleser des Computers, um die Clips, die einzelnen Videostücke, zu übertragen, die man dann im Schnittprogramm zusammenfügt. Wenn man ein Tablet verwendet, kann es sein, dass man auf dem Tablet selber das Schnittprogramm hat, dann entfällt dieser Übertragungsschritt und man kann die Clips direkt in dem Videoschnittprogramm auf dem Tablet weiterverarbeiten. Aber auch wenn man mit einem Smartphone arbeitet oder mit einem Tablet und den Schnitt am Computer macht, wird man das Tablet oder Smartphone an den Computer anschließen, die Clips übertragen und dann ins Schnittprogramm importieren, um sie dort zu bearbeiten. Technisch ist es bei all diesen Programmen so, dass man in der Regel das Video aufnimmt, dann bearbeitet, wie auch immer, und dann einen sogenannten Export durchführt und erst bei diesem Export wird die eigentliche fertige Videodatei gespeichert, die man dann anschauen kann. Das muss man also im Hinterkopf behalten, dass man nicht die Projektdatei weitergibt, in der all die Schnipsel drin sind, die man vielleicht erstellt hat, sondern immer auf Exportieren, um danach eine zusammenhängende, anschaubare Videodatei zu erzeugen. Als technische Ausstattung reichen am Anfang zum Beispiel Smartphone oder Tablet, was man oft sowieso schon hat. Oder wenn man einen Screencast aufnehmen möchte, also ein Bildschirmvideo, gibt es ebenfalls kostenlose Programme. Man muss also erstmal kein Geld ausgeben. Wenn man regelmäßiger Videos erstellt, möchte man wahrscheinlich schon irgendwann sein Equipment etwas aufwerten. Dann sucht man am besten online nach Begriffen wie Kamera für YouTube oder Mikrofon für YouTube. Das bringt dann verschiedene Artikel und YouTube-Videos zum Vorschein, in denen Leute den jeweils aktuellen Marktstand empfehlen oder sichten und einem Tipps geben, was zum jeweiligen Zeitpunkt gute Geräte sind. So findet man also immer das, was gerade jetzt passend ist. Es bringt wenig, wenn ich jetzt ein bestimmtes Modell oder ein bestimmtes Mikrofon empfehle, denn in ein, zwei Jahren werden diese Geräte so nicht mehr existieren. Deswegen einfach diese Suche durchführen und dann findet man einen Marktüberblick. Wie gesagt, für den Anfang braucht es aber fast nichts, was man nicht ohnehin schon in seinem Haushalt hat. Im Folgenden werde ich dir drei Typen von Videos vorstellen. Das sogenannte persönliche Video,
das Tisch- oder Legevideo und das Bildschirmvideo oder Screencast. Das persönliche Video schaust du dir gerade an. Jemand steht vor der Kamera und erklärt etwas. Diese Form ist natürlich sehr vielseitig und man kann sie benutzen, um alle möglichen Dinge zu erklären oder zu zeigen. Sie ist eine sehr verbreitete Form bei vielen YouTubern, die über irgendwas sprechen und sich einfach vor ihre Kamera setzen. Auch im Bildungskontext ist dieses Video sehr gut einsetzbar. Es hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel bringt diese persönliche Ansprache einen persönlichen menschlichen Kontakt, der in vielen Situationen sehr wichtig sein kann. Gerade wenn du Videos für deine eigenen Schüler oder andere Leute machst, die dich persönlich kennen, wird dieses persönliche in die Kamera sprechen einen sehr guten Kontakt herstellen. Die Leute werden sich freuen, dass du für sie oder deine Schüler werden sich freuen, dass du für sie persönlich dieses Video gemacht hast. Das ist alles nicht zu unterschätzen und ein großer Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich, dass man vor der Kamera steht, man wird persönlich sichtbar, man exponiert sich, fühlt sich vielleicht in dieser Situation auch nicht ganz wohl. Das ist abzuwägen, ob man das möchte oder nicht. Andererseits, wie gesagt, bestehen diese Vorteile, die aus meiner Sicht durchaus groß sind, denn dieser persönliche Kontakt ist eine der Stärken von Videos, die durchaus ausgespielt werden sollten. Man kann diese Videoform in praktisch allen Kontexten einsetzen. Man kann etwas erklären, etwas zeigen, etwas erläutern. Man kann persönlich ansprechen, um jemanden aufzufordern, irgendetwas zu tun. Zum Beispiel, wenn man eine Informationswebseite hat, kann man ein Video an den Anfang stellen, bei dem der Benutzer dieser Seite oder der Besucher dieser Seite angesprochen wird und nochmal auf die wichtigsten Aspekte dieser Seite hingewiesen wird. Der Fantasie sind in dieser Hinsicht keine Grenzen gesetzt. Technisch ist diese Art des Videos recht einfach umgesetzt. Man braucht einen Raum, der einigermaßen hell ist. Man braucht ein Gerät, mit dem man aufnehmen kann und irgendeine Methode, dieses Gerät aufzustellen. Nehmen wir an, wir machen das mit einem Smartphone, dann reicht zum Beispiel so ein ganz günstiges Klappstativ, was es für wenige Euro zu kaufen gibt, und so ein Aufsatz, in dem man ein Smartphone einspannen kann. Der wird hier dann draufgeschraubt. Und so kann man ein Smartphone zum Beispiel auf einen Tisch stellen. Wenn der Tisch nicht hoch genug ist, könnte man zum Beispiel einen Stuhl auf diesen Tisch stellen, dieses Stativ oben drauf, und schon hat man ein Kamerasetup, mit dem man auf Gesichtshöhe aufnehmen kann. Wie du siehst, habe ich hier einen schwarzen Hintergrund. Das ist einfach ein schwarzes Tuch, was ich vor mein Bücherregal hänge. Man kann natürlich auch einfach das Bücherregal selbst zeigen. Ich persönlich mag aber lieber diesen dunklen Hintergrund. Zum einen, weil ich da nicht überlegen muss, was in diesem Bücherregal gerade sichtbar ist, ob das alles schön aufgeräumt ist, wie ich das haben möchte. Und außerdem benutze ich diesen dunklen Hintergrund, wie du schon gesehen hast, um immer wieder Dinge einzublenden, die leichter lesbar sind, wenn sie auf einem einfarbigen dunklen Hintergrund sind. Natürlich wirkt es persönlicher und auch interessanter, wenn man nicht nur eine schwarze Fläche sieht, sondern ein Bücherregal. Andererseits gibt man natürlich auch mehr von sich preis. Was man davon möchte, muss man eben selbst überlegen. Bei einem Tisch- oder Legevideo wird die Kamera senkrecht nach unten gerichtet und unter dieser Kamera wird dann irgendwas gezeigt. In der Regel werden papierne Objekte entweder unter die Kamera geschoben oder man schreibt einfach live unter der Kamera, um irgendeine Erklärung zu erläutern. Das ist eine sehr verbreitete und auch sehr praktische Methode, vor allem bei Erklärvideos, weil man in der Regel ohnehin gewohnt ist, Dinge visuell darzustellen oder sie eben von Hand zu schreiben. Man hat im Grunde bisher die Tafel verwendet und jetzt benutzt man den Tisch und filmt diesen ab. Oder im Grunde ist es auch vergleichbar mit dem, was man auf einem Overhead-Projektor tut. Es ist also ein Vorgang, den man als Lehrperson ohnehin verinnerlicht hat. Und auch als Schüler oder Schülerin oder Studierende ist man gewohnt, irgendetwas zu schreiben und dabei zu erklären. Das ist also ein Vorgang, den man gut kann und den man somit nicht groß üben muss. Das technische Setup ist auch nicht kompliziert. Es ist mit einfachen Mitteln zu realisieren, die man in vielen Bildungseinrichtungen oder zu Hause hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, dass man zum Beispiel ein Aufnahmegerät wie ein Tablet oder Smartphone auf ein kleines Brettchen legt, das auf einen Stuhl und das Ganze etwas befestigt. Ich zeige das jetzt gerade mal hier in dieser Einblendung. Man braucht also lediglich ein Brettchen von etwa 40 bis 50 cm Länge, das stabil genug ist, das Gerät zu tragen. Dann eine Sicherung, damit das Brettchen nicht kippt. Ich habe hier jetzt ein Klettband verwendet, was es zum Beispiel im Wander- oder Outdoor-Bedarf gibt. Oder man kann auch ein Stück Klebeband verwenden oder ein
eine Schnur. Zur Sicherheit habe ich noch einen Bücherstapel aufgelegt, damit das Brettchen weniger kippt. Und auch das Gerät vorne kann man zum Beispiel mit einem Gummiband oder hier auch mit einem Klettband sichern. Damit hat man das Ganze schon. Wenn man das Setup noch ein bisschen verschönern möchte, kann man wie ich hier einen einfarbigen Karton unter die Kamera legen und darauf dann zum Beispiel die weiße Projektionsfläche, einen Stapel Papier, und dann kann ich schon loslegen. Wenn ich das Ganze nicht auf dem Boden machen möchte, kann ich diesen Stuhl auch auf einen Tisch stellen und dann kann ich mich an den Tisch setzen, um darauf zu schreiben. So habe ich mit ganz wenigen Mitteln eine Möglichkeit, einen Erklärvorgang auf Papier zu zeigen. Eine andere Möglichkeit ist, Chemiestative zu verwenden. Gerade wenn man sich in einer Schule befindet, kann das sehr nützlich sein, weil diese Stative in der Regel sowieso vorhanden sind. Wenn man das regelmäßig macht, kann man sich natürlich wieder nach Stativen umschauen. Auch hier ist der Markt voll mit sehr günstigen bis sehr teuren Lösungen. Ich habe hier zum Beispiel für knapp 20 Euro ein klappbares Tablet-Stativ, was sehr leicht einzusetzen ist, was klein genug ist, dass man es in einem Rucksack mit sich mitbringen kann. Wenn man aber natürlich stabilere Lösungen sucht, dann sind auch die vorhanden. Wiederum einfach online suchen nach Stativ für und dann wird man ganz viele Möglichkeiten finden. Auch hier sind der inhaltlichen Gestaltung wieder kaum Grenzen gesetzt. Man kann entweder von Hand schreiben und einen Vorgang so erklären. Man kann aber auch vorher schon Materialien zeichnen und diese dann unter die Kamera schieben. Man kann auch Materialien ausdrucken aus dem Internet und das bereithalten als Stapel. Wenn man Materialien aus dem Internet benutzt, musste man allerdings überlegen, ob man das Video veröffentlichen möchte. Falls ja, muss man natürlich bei diesen Materialien das Urheberrecht beachten. Wichtig bei all dem ist, dass man sich vor dem Filmen Gedanken macht, wie der Inhalt gegliedert werden soll. Wenn Schüler solche Videos machen sollen oder auch Studierende, dann ist das die eigentliche Lernarbeit, nämlich den Inhalt so zu gliedern und zu strukturieren, dass man ihn nachher nachvollziehbar darstellen kann. Und das ist auch ein großes Plus von Schüler oder Studierenden erstellten Videos, dass nämlich eine intensive Lernarbeit vor dem Filmen stattfindet und gleichzeitig dabei als Video ein interessantes Produkt dabei herauskommt. Ein Screencast ist immer dann geeignet, wenn man Inhalte auf einem Computer zeigen möchte oder auch auf einem Tablet oder Smartphone. Das heißt, wann immer ich irgendeine Software zum Beispiel erklären möchte, ist der Screencast die perfekte Möglichkeit. Ich habe dazu ein Programm, mit dem ich den Inhalt des Bildschirms filmen kann und in aller Regel kann ich dann auch noch eine Audiospur darüber sprechen und somit kann ich dann einen Vorgang, der bei mir auf dem Bildschirm stattfindet, direkt in Videoform konservieren. Was man auch nicht vernachlässigen sollte, ist, dass man natürlich nicht nur eine Software auf dem Computer aufnehmen kann, sondern man kann natürlich auch einfach eine Präsentation wie eine PowerPoint am Bildschirm zeigen und diese aufnehmen. Das heißt, man würde in dem Fall eine PowerPoint-Präsentation erstellen, wie man sie für einen Vortrag erstellt, diese am Bildschirm laufen lassen und dabei aufnehmen und den Vortragstext dazu sprechen und hat somit ganz schnell ein sehr professionell wirkendes Erklärvideo gemacht, dass man wie einen Vortrag halten kann. Damit hat man auch eine geringe Einstiegshürde, weil jeder natürlich weiß, wie man einen Vortrag vorbereitet. Nur, dass dieser Vortrag eben dann nicht persönlich vorgetragen wird, sondern in Form eines Screencasts festgehalten und damit auch konserviert ist. Auf verschiedenen Plattformen gibt es verschiedene Programme. Auch hier gibt es natürlich eine breite Spanne von kostenlos bis sehr, sehr teuer, je nachdem, welchen Umfang und welches Anspruchsniveau man anstrebt. Das Prinzip eines Screencasts ist immer das gleiche. Man öffnet das Screencast-Programm und hat dann in der Regel irgendeinen Button, mit dem man die Aufnahme starten kann. Oftmals legt man vorher fest, welcher Bereich des Bildschirms aufgenommen werden soll. Das ist gar nicht immer der ganze Bildschirm. Und wenn man dann die Aufnahme startet, kriegt man in der Regel einen Countdown, damit man noch ein paar Sekunden Zeit hat, sich vorzubereiten. Dann wechselt man in das Programm, das man aufzeichnen möchte. Und ab da wird dann alles, was auf dem Bildschirm passiert und manchmal auch noch die Audiospur, wenn man das eingestellt hat, aufgezeichnet. Wichtig ist, dass man sich vorher merkt, welches Tastenkürzel oder welcher Button die Aufnahme wieder stoppt. Das sagen einem die Programme in der Regel am Anfang. Und dann führt man die ganze Präsentation durch, die man zeigen möchte, drückt dann irgendwann den Button, um die Aufnahme zu stoppen. Und dann wird alles, was man getan hat, als Videodatei in diesem Programm gespeichert. Entweder ist es dann schon erledigt bei ganz einfachen Programmen oder man kann in die Nachbearbeitung gehen. Bei etwas anspruchsvolleren Programmen, die in der Regel kostenpflichtig sind, kann man zum Beispiel auch noch einen Schnitt durchführen oder man kann bestimmte Elemente auf dem Bildschirm hervorheben, zum Beispiel durch farbige Kästen oder Pfeile, was
durchaus sehr nützlich sein kann, wenn man einen komplexen Vorgang zeigen möchte. Diese Screencast-Programme gibt es, wie gesagt, für jede Plattform. Auf iOS, also iPad oder iPhone, ist auf neueren Versionen bereits eine solche Funktion eingebaut. In der Videobeschreibung ist ein Link, der erklärt, wie das funktioniert. Weitere Möglichkeiten für Windows-Computer sind zum Beispiel die Programme iScreen Screen Recorder und Active Presenter. Auch zu diesen gibt es Links in der Videobeschreibung. Auf dem Mac ist mit QuickTime ebenfalls ein Tool schon eingebaut. Oder man kann auch den Active Presenter verwenden. Er ist ebenfalls in einer kostenlosen Version vorhanden und bietet dafür einen hervorragenden Funktionsumfang. Fast alle Programme, die ich hier erwähnt habe, sind in der Videobeschreibung oder auf der entsprechenden Webseite, wo dieses Video eingebunden ist, verlinkt. Und in der Regel gibt es auch ein Erklärvideo dazu, sodass der Einstieg leicht fällt. Wenn man dieses Video nun aufgenommen und geschnitten hat, ist natürlich die Frage, wie man es seinen Schülern, Studierenden oder wie auch immer der Zielgruppe dann zugänglich macht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man das Video nicht veröffentlichen möchte, kann man es natürlich einfach auf einem USB-Stick weitergeben und die Leute können sie sich dann auf ihren eigenen Geräten anschauen. Eine weitere Möglichkeit ist, das Video online zu stellen, weil damit natürlich der Benutzerkreis sehr viel größer wird. Nun möchte sicherlich nicht jeder frei seine Videos ins Internet stellen, aber auch hier gibt es verschiedene Optionen. Einerseits kann man bei YouTube zum Beispiel ein Video als privat hochladen, dann muss der Nutzer angemeldet sein, damit er es sehen kann. Man kann also den Nutzerkreis ganz eng kontrollieren. Eine einfachere Möglichkeit ist ein sogenanntes nicht gelistetes Video, also die Option nicht gelistet bei YouTube. Damit wird das Video nirgends in einer Suche und bei irgendeinem Videovorschlag auftauchen, sondern man kann es nur schauen, wenn man die genaue Webadresse des Videos kennt, was eine halb geschützte Variante ist, also das Video taucht einfach nicht frei im Internet auf, sondern nur wer den Link kennt, kann es anschauen. Damit hat man so eine Mittellösung zwischen ganz frei, was natürlich eine große Verbreitung begünstigt, und komplett privat. Eine weitere Möglichkeit ist die Plattform Vimeo. Sie bietet sehr breite Möglichkeiten der Kontrolle und ist damit auch so ein bisschen ein Gegenpol zu YouTube. In der freien Version ändert es sich immer mal wieder, was man alles einschränken kann. Das musste man im Einzelfall kontrollieren, zumal dass der heutige Stand sicherlich nicht auf Dauer so bleiben wird. Ich empfehle also einfach bei vimeo.com vorbeizuschauen, sich einen Account anzulegen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann dort unter anderem ein Video-Passwort schützen, sodass man eben dann der Lerngruppe zum Beispiel das Passwort weitergeben könnte und dann kann nur diese Lerngruppe das Video anschauen. Nun wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen ersten Videos. Diese sind am Anfang noch etwas aufwendig, aber wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, wird es immer mehr zur Routine, sodass man auch mal schnell ein Video erstellen kann, ohne stundenlang Zeit investieren zu müssen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn Videos sind ein sehr vielseitiges Werkzeug zum Lernen und Erklären und insofern lohnt es sich für jeden, der in der Bildung tätig ist, dieses Werkzeug einmal auszuprobieren und auszuloten, was man persönlich damit erreichen kann. Viel Erfolg, tschüss.